So, ja Leute, willkommen zu einem neuen Let's Drink. Heute wieder mit Nudelfarmer, der sich jetzt umbenannt hat, wie ihr auch sehen könnt. Und ja, also ich werde heute den Rockstar Super Sour Lime testen. Den gibt es zwar schon sehr lange jetzt auf dem Markt, aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, den mal zu testen. Deswegen werde ich das heute machen und Nudelfarmer. Ja, ich teste heute den, wie heißt der denn so schön, den Monster Chaos, den ich schon lange stehen habe, der allerdings wirklich unberührt von mir wurde. Also der ist wirklich sehr alt, irgendwie jetzt im Moment. Ich habe den seit den Herbstferien. Und dann habe ich hier noch einen deutschen Chaos stehen, den werde ich aber allerdings nicht probieren, weil ich irgendwie keinen Bock habe. Zum einen, weil, naja, kein Bock einfach. Und zum anderen, naja, weil, ja, der Arschbomb King ja auch noch Science reviewen muss und meins wird dann eventuell ein bisschen länger dauern. So, gut, dann kannst du weitermachen. Dann mache ich jetzt mal weiter. Also designmäßig ist halt super sauer. Gelber Hintergrund, der Rockstar-Stern. Wie ihr sehen könnt, ist hier grün und schwarz, weiß umrandet. Ja, ist top. Haben wir hier schwarz und auch ein schwarzes Tab. Ja, hier hat man gleich vorne drauf auf der Dose so eine kleine Tabelle. Für die ganze Dose 294 Kilokalorien. Ja, die Tabelle hier hinten drauf ist einmal eingeteilt in 100 Milliliter und 500 Milliliter. Und da seht ihr hier auch, hier sind ordentlich Zucker drin, 69 Gramm. ja, ist nicht wenig. Und Vitamine wieder 100% hier. Hier ist halt Warnhinweis. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, bla bla bla. 32 Milligramm Koffein. Ja, Pfandzeichen, dann hat man hier halt noch Facebook-Werbung. YouTube ist gar nicht mehr drauf. Ist mir jetzt so aufgefallen. Und halt hier noch an der Seite Energy Drink. Gut. Ja, okay, meins ist vom Design her nicht so berauschend, muss ich sagen, meiner Meinung nach, weil das ist einfach nur ein klassisches Design, würde ich mal sagen. Also ich springe erstmal zum amerikanischen rüber. Und den deutschen hole ich mir jetzt auch gleich mal. Ach, Dorbische. So, das Design sieht eigentlich vom ersten Auge schon her gleich aus. Allerdings, wenn man die Nährwerte betrachtet, das sieht man jetzt nicht, weil es irgendwie ein bisschen dunkel ist. Warte, ich stelle es mal ein bisschen ans Licht. Was haben wir da? Zucker haben wir. Ach, stell scharf, du perfekte Kamera. Da haben wir 17 Gramm. Das sieht man jetzt schlecht, aber ich sehe es. Ist die Hauptsache. Und Koffeingehalt ist da nicht angegeben. Da steht die Statements have not been evaluated, bla bla bla. Und beim Chaos, da sind die 7,8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter und der amerikanische hat halt 17 Gramm pro 240 Milliliter. Ja, gut. Was ich noch dazu sagen wollte, das Design ist eigentlich schon her gleich. Allerdings, wenn man sich den Spruch so anguckt, da steht ja beim amerikanischen irgendwie It's alive, irgendwie ein anderer Spruch steht da drauf. Den lese ich jetzt nicht vor. Ja gut, das steht jetzt, das ist jetzt eigentlich alles bei dasselbe. Nur, ja. Nur dass bei dem amerikanischen, da steht irgendwie nichts, wo es geteilt wird. Also auf Facebook oder Instagram steht da nichts, aber im Deutschen steht Facebook für YouTube und Twitter. Ja, und gut. Vom Zuckergehalt her ist es auch ein bisschen lustiger. Beim Monster im Deutschen ist es halt 30% Frucht und beim, ja, und da steht halt 100% Monster. Ergibt ja Sinn. Und 30% und 100%, ja. Und da steht halt 50% Frucht und 100% Monster. Also da sind um 20% mehr Frucht drin, was eigentlich auch schon mehr schmecken sollte, meiner Meinung nach. Gut, dann kannst du halt beim Geruchstest rüberkommen und ja. Gut, dann tue ich die Dose mal öffnen. Zack. Ja, hier kommt wieder schöner Rauch raus. Ich komme zum Geruch hier. Ja, das riecht wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, hier dieser ISO-Drink, den gibt es da in so blauen Flaschen zu kaufen. Fast genauso riecht das. Und ich kann es ja mal ins Glas füllen, deswegen habe ich es da stehen. Und ja, Kohlensäure haben wir auch. So, jetzt stellt es nicht scharf. Ja, also es ist eigentlich bisschen wässrig und milchig. Ja, also es ist nicht ganz durchsichtig, aber doch schon. Es hat keine richtige Farbe, sage ich mal.
Ich würde sagen, da mache ich auch gleich Geschmack, ne? Gut. Auf jeden Fall richtig süß. Schmeckt auch so ähnlich wie der ISO-Drink. Aber tausendmal süßer. Und man hat hier wieder mal Rockstar-Geschmack dabei. Was halt Rockstar ausmacht, finde ich gut. Und der Drink ist auch richtig kalt. Den hatte ich draußen stehen. Draußen sind vielleicht 0 Grad oder so. Und ja, also viel gibt es da jetzt nicht zu sagen. Ist mir bekannt, dass es den nur in Deutschland gibt. Und ja. So, okay, jetzt komme ich auch zum Geruchstest und zum Geschmackstest. Den werde ich jetzt öffnen. Sag ja auf, du. Ach. Wow, ich hab's geschafft, ey, mit einer Hand. Okay, ich riech mal dran. Wow, okay. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, aber der riecht wie der Ripper, ne? Ohne Scheiß. Der riecht wie der Ripper. Also vom Fruchtigen her wirklich fruchtig, sehr intensiv. Einfach nach Ripper. Mehr kann ich nicht dazu sagen, eine Mischung aus Ripper und dem normalen halt. Ja, nun fühle ich meinen Geschmack durch. Ja, schmecken tut er wie halt Ananas, ein bisschen nach Orange. So eine schöne Mischung. Ja, und ein bisschen Apfel, ein bisschen. Und ja, gut, darüber lässt sich jetzt streiten. Aber meiner Meinung nach ist der Drink schon gelungen. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Fertig aus. Und ja, und was ich noch sagen wollte, heute kommt noch ein Part 3, Chivalry, Medieval Warfare. Müsst ihr dran gucken, ist sehr witzig geworden und ein bisschen krank. Gut, okay, was der Arschlochkinger zu sagen hat, werdet ihr sehen. Also, ich habe jetzt noch zu sagen, wenn du jetzt gleich den Chaos getestet hast, dass es in Deutschland ja in 30% Saft Chaos gibt und 50%. Und ich versuche mir nochmal in 50% zu holen, weil es gibt zurzeit, glaube ich, nur 30 zu kaufen. Ach, gibt's den 50er schon? Den gab es vor dem 30er. Ja, den 50er, das ist auch beim Ripper so. Die 50% Saftteile, Dings da, die gab es schon vor dem 30er. Nicht Und schlecht. ja, da gucke ich nochmal, ob ich da einen bekomme. Da kann ich die nochmal testen, weil die werden sicherlich auch anders schmecken. Und ja, dann Zur hab. Not bestell einfach einen Ami-Drink, das ist ja genauso, dann mit 50%, aber Ja, ja. genau. Es gibt da auch schon neues Chaos-Design in den USA, ne? Ja, ey, das ist ja voll beschiss. Und ja, vielleicht bekomme ich es ja, vielleicht hat es Drink for You, wenn es wieder öffnet. Wer weiß, wer weiß. Gut, dann war es das auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.